Sommer 84. Rennwagen rasen durch Häuserschluchten. Monte Carlo, Long Beach oder Dallas? Nein, Hohenstein-Ernsthal am Sachsenring. Motorsport in der DDR. Ein Mann hat ihn über drei Jahrzehnte hinweg beeinflusst und geformt. Sportfreund Heinz Melkus, der Senior der DDR-Rennfahrer, ist abgetreten. Sportfreund Uli Melkus, der Sohn, hier am Volant eines MT77-1 auf dem besten Wege zum dritten DDR-Titel. Tempo 240 nach der berüchtigten MTS-Kurve in der schnellsten Wagenklasse der DDR. Der internationale Code, Kategorie 2, formelfreie Rennwagen, genannt Formel Easter. Im Klartext, einsitzige Rennwagen, Motoren mit 1,3 Liter Hubraum, 115 PS, Gewicht 420 Kilogramm und 260 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Schnelle Autos also auf sozialistischen Rennpisten. ...160.000 Zuschauer am Sächsischen Ring. Ihr Jubel gilt Bernd Kasper, dem Sieger dieses Rennens, auf das wir noch zurückkommen werden. Uli Melkus freut sich über seinen zweiten Platz, der ihm wertvolle Meisterschaftspunkte bringt. Der 34-jährige Diplom-Ingenieur aus Dresden knüpfte dort mit seinen Erfolgen an, wo sein berühmter Vater vor einigen Jahren aufgehört hatte. Eine Familie Stuck des Ostblocks sozusagen. Sein Vater immer noch populär, Sportfreund Melkus Senior. Als er seine Karriere begann, fuhr man noch gemeinsam. Diesseits und jenseits des Eisernen Vorhanges kaufte Heinz Melkus noch Chassis in England, frisierte Motoren aus Ingolstadt, driftete am Nürburgring und schlug Weststars wie Kurt Ahrens. Heinz Melkus steuerte nicht nur, er konstruierte auch Siegerautos. Im Westen hieß er bald schon der Colin Chapman des Ostblocks. Etwa 1961 begann die Kostenspirale im Motorsport, sich weltweit schneller zu drehen. Die DDR konnte und wollte nicht mehr mithalten. Im Osten machte man aus der Not eine Tugend. Wir haben also versucht, nicht die Autos zum Effekt der Sportart werden zu lassen, sondern den Menschen, den Fahrer. Und so wie bei der Olympiade ja zum Beispiel jeder den gleichen Speer wirft und dem der Beste ist, der es wirklich am besten kann. So haben wir versucht, diesen Gedanken in den Motorsport mit hineinzutragen, was natürlich schwierig ist und nicht überall lösbar. Aber ich denke, dass wir heute ziemlich weit sind. Sehen Sie, wir fahren Autos, die alle gleich sind. Wir haben das erreicht, einmal durch eine Formelvorschrift, also unsere Rennwagen, Kategorie 2, der Gruppe E, beinhalten die Vorschriften, die normale Formel 2 und Formel 3 Rennwagen der FIA haben. Aber zusätzlich die Bestimmung, dass man nur mit einem Serienmotor fahren darf, der also aus einem großen Stückzahlen hergestellten Pkw stammt. Mit geringen Frisiermöglichkeiten. Wir erreichen heute von der Vorschrift der Rennwagen her, dass gleiche oder einigermaßen gleiche Autos vorhanden sind. Die möchten alle zu gleicher Zeit durch die Kurve fahren, aber nur der Beste wird der Erste sein. Aber die Felder bleiben einigermaßen zusammen und wir denken, dass wir gleichzeitig dem Zuschauer interessante Dinge bieten können. Also die Fahrkunst des Einzelnen, das differenzierte Behandeln des Motors. Denn kaputt machen kann man ja jeden Motor und auch diesen Serienmotor. Und die sehen ja, ab und zu fällt einer aus. Und so sehen wir eigentlich unseren Motorsport. Und hoffentlich bleibt er uns noch recht lange in dieser Auslegung gehalten.
Sie haben ja auch eine ganz besondere Organisationsform entwickelt, die sozialistischen Renngemeinschaften. Wie funktioniert denn sowas? Naja, wir gehen davon aus, dass es bei uns ja geringe Autoindustrie gibt. Und die paar Fabriken, die Autos bauen, sind nicht in der Lage, jetzt noch dazu Rennwagen zu bauen. Aber Mercedes ist ja auch nicht immer in der Lage, Rennwagen zu bauen. Und so mussten wir uns schon bei Zeiten selbst helfen und haben das getan. Wir haben also ein, zwei fähige Köpfe damit beauftragt, Konstruktionen zu entwerfen. Wir sind in die Hochschulen gelaufen, wir sind in den Windkanal gegangen und wir haben alles getan, was man heute braucht, um konkurrenzfähige Rennwagen zu erstellen. Nun, die Herstellung dieser Rennwagen ist wieder ein anderes Problem. Also nachdem von Zeit zu Zeit eine neue Konstruktion von Fahrzeugen da ist, müssen nur die Autos hergestellt werden. Wir machen das so. Eine gewisse Gruppe von Fahrern, die daran interessiert ist, nächstes Jahr einen Rennwagen neu zu haben, vielleicht wenigstens 10, tun sich zusammen und innerhalb dieser sozialistischen Renngemeinschaft wird organisiert, wer macht welche Teile. Irgendetwas muss jeder tun. Der eine baut einen Rahmen, er baut 10 Rahmen. Der eine macht die Motoren, er macht 10 Motoren. Der eine baut die Lenkung und so weiter. Und das wird dann organisatorisch nicht ganz einfach im Frühjahr zusammengeführt, wo alle also in dem Fall nach Dresden kommen und dort ihre Teile mitbringen, überprüfen lassen. Und dann bekommt also jeder sein Paket Rennwagen mit nach Hause und baut zu Hause unter entsprechenden Anleitungen seinen Rennwagen selbst zusammen. Alt-Kostritz, ein kleiner idyllischer Vorort am Rande der Großstadt Dresden. Dort, wo es schon Genossenschaftsbauern gibt, wo das weite Land beginnt. In einer ehemaligen Scheune werkte der 29-jährige Bernd Kasper, Diplom-Ingenieur und DDR-Meister 82. Was ist seine Aufgabe in dieser sozialistischen Renngemeinschaft? Ja, wir waren also bestrebt, die Aufgaben etwas zu verteilen. Mir wurde in dem Zusammenhang übertragen die Steuerung, die Motorsteuerung. Im Wesentlichen wird von allen Konkurrenten der Lada 1300 vom Grundaufbau her verwendet. Und es ist nun vorgeschrieben, einige Bauteile müssen original bleiben oder dürfen bearbeitet werden, um die Kosten zu dämpfen, um das für jeden auch nachprüfbar zu machen. Naja, und es ist praktisch so, dass die Nockenwelle serienmäßig bleiben muss. Schaut man hier eine serienmäßige Nockenwelle. Die darf also nicht verändert werden, weder in der Steuerzeit noch sonst im Bewegungsgesetz, dass wir im Wesentlichen nur Änderungen in der Steuerung durch Bearbeitung des Gleitflächenhebels weiter können. Ich habe ja einen serienmäßigen Gleitflächenhebel von Lada, ist vielleicht bekannt von das Ventil, die Gleitfläche, die auf der Nockenkurve abläuft und hinten ist dieser Hebel in einer Kugelkalotte gelagert. Wie viele Kollegen bilden nun diese sozialistische Renngemeinschaft, für die Sie arbeiten? Ja, also wir haben in unserer Gemeinschaft damals wohl 10 Sportfreunde mitgemacht und für diese Sportfreunde kümmere ich mich um diese Frage Motorsteuerung. Und wie lange sind Sie mit diesen Aufgaben beschäftigt? Schließlich finden die Aktivitäten ja außerhalb der Berufszeit statt. Ja, das ist unterschiedlich. Viele Sportfreunde liefern auch schon die Teile gut angearbeitet mir zu. Also man kann sagen, wir sind über die Woche 3-4 Nachmittage damit nur allein beschäftigt. Unter diesen technischen Steckbriefen der Monoposti von Melkus und Kasper die letzten Handgriffe für die neue Rennsaison. Diese Formel E ist der westlichen Formel 3 sehr ähnlich. Wesentlicher Unterschied, alles am Auto, von der Zündung bis zu den Reifen, muss in den sozialistischen Ländern gefertigt sein, und zwar in Großserie. Dennoch bedarf es sicherlich angesichts 10-jähriger Lieferfristen für PKWs gewisser organisatorischer Kunstfertigkeiten, um den Ersatzteilnachschub zu sichern. Gleiche Sorgen plagen gelegentlich auch mal Ronny, den 11-jährigen Sohn von Uli Melkus, in dem väterlich konstruierten Go-Kart. Abschied vom Vater. Die DDR-Spitzenstars Uli Melkus und Bernd Kasper
steuern ihre handgearbeiteten Rennwagen in den selbstgebastelten Transportern eigenhändig an die Rennstrecken. Die Formel 1 des Ostblocks, da scheint Rennsport nach Hausmacherart zu sein. Ein sympathisches, eher vergnügliches Freizeitgewerbe. Der Sachsenring ist erreicht. Mit 160.000 Zuschauern nur das zweitgrößte Rennen in der DDR. Die Besucherzahl eine Größenordnung, von der westliche Veranstalter heutzutage bestenfalls träumen dürfen, obwohl hier seit 13 Jahren keine Weltmeisterschaftsläufe mehr stattfinden. Heute gilt die Gunst des Publikums neben den schnellen Formelwagen besonders den Trabis, wie der Volksmund liebevoll die 1,7 Millionen volkseigenen Trabant auf DDR-Straßen nennt. Aufgemotzte Motoren machen sie hier 160 Sachen schnell. Wieder verschoben. Auf dem dritten Platz liegt Ralf Unbau und fünf Trennschwester gewesen. Dahinter folgt dann Uwe Kleins, hinter Uwe Kleins kommt in der sechsten. Nach den Trabis folgen die Tourenwagen bis 1,3 Liter Hubraum. Ladas, Zastavas, Skodas. Und hier fliegen zum Vergnügen der Zuschauer nun schon eher die Fetzen. Jetzt steigt die Spannung. Die Leistungsklasse 1 ist angesagt. Die Kameras fixieren den Kurs. Das PS-Spektakel im sächsischen Kurvenkarussell scheint allemal, wie uns die Zuschauer bestätigen, seinen Preis wert zu sein. Zwischen 80 und 300 Mark lassen sie sich dieses Wochenende kosten, um ihre Top-Fahrer zu bewundern. Uli Melkus und Bernd Kasper aus Dresden. Die Leipziger Heinz Siegert und Heinz Lindner. Und Wolfgang Wöhner aus Ilmenau. Noch 10 Minuten bis zum Start. Die letzte Berieselung.